Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Ja, beim letzten Mal sind wir nach Halloween Town gekommen, haben Jack Skellington wieder getroffen, der immer noch viel zu groß ist, und dann haben wir das Haus des Nikolauses betreten. Aber warum nicht? Und heute wollen wir mal schauen, was wir für komische Geräusche in der Werkstatt des Nikolauses so gehört haben. Die hat nämlich plötzlich einfach unsere Unterhaltung verlassen. Was irgendwie ziemlich unhöflich ist. Vom Weihnachtsmann. Warum müssen wir uns verstecken? Seid still. Warum schreien wir, wenn wir uns verstecken? Überraschung. Dieser Narr Jack hat Zora und seine Freunde mitgebracht. Jetzt können wir uns ihrer auf einen Streich annehmen. Ja, also verwandelst du dich jetzt in einen Drachen und bringst uns alle um? Was ist der Plan? Oh nein! Anscheinend rennen wir einfach, sobald wir gesehen wurden. Das ist der Plan. Oh! Das sind Furcht, Angst und Schrecken. Du kennst die drei? Nee. Sie sind Halloween Towns schlimmste Racker. Der hat ja ihren Namen genannt, aber er kennt sie nicht. Mensch, Nikolaus, denk mal mit. Fangen Sie und bringen Sie her. Ich werde Ihnen ins Gewissen reden müssen. Genau. Fangen die Kinder ein und bringen sie zum Nikolaus, damit er ihnen ins Gewissen reden kann. Das ist das, was der Nikolaus erwarten würde. Ich muss jetzt in meiner Fabrik nach dem. Das ist ein sehr griesgrämiger Nikolaus. Los, Jack, fangen wir die kleinen Schlänge. Schön, na gut. Ja, gehen wir mal ein paar Schlingel fangen. Definitiv die Sorte Wort, die heutzutage auch nicht mehr so viele Leute tatsächlich benutzen. Schlingel. Gut, dass die Kiddies offensichtlich Fußspuren hinterlassen. Das macht es einfacher, denen zu folgen. Und hier kriegen wir noch ein paar nervige Herzlose. Aber kommt doch einfach mal beide wieder hierher. So, blasen wir mal beide wieder ein bisschen in die Luft. Natürlich ist der einfach sofort wieder fertig dafür, uns abzuknallen. Ich hasse diese Herzlosen. Das habe ich bis jetzt noch nicht deutlich genug gemacht. Aber wenn wir damit Level 24 erreichen haben, noch ein bisschen Magiekraft dazu gekriegt. Wuppdi-dupdi. Kommen wir zurück am Weihnachtshügel. Da können wir uns mal eben unsere HP und MP wieder voll aufladen. Danke. Und dann können wir mal eben bei Mori nochmal Items abgeben. Und haben mehr Sammelziele erreicht. Yay. Dadurch können wir jetzt mittels Mogri übernehmen, sie weitere neue Items herzustellen. Ah, es ist der Luzitropfen gewesen. Ja, yep, das ist die 20. Sorte garantiert. In der Tat. Okay, was gibt's denn hier dann Schönes? Die Akrisios-Kette, ein Energieband, ein Soldatenohrring, ein Magus-Ohrring, ein Expertenring und einen Mithril-Splitter. Alles schöne Dinge, die man theoretisch herstellen kann. Fangen wir doch mal mit dem Energieband an und packen doch direkt mal. Wir haben Luna- und Energiesachen, die wir reinpacken können. Lula-Tropfen sorgen dafür, dass wir die doppelte Menge an Erfahrungspunkten kriegen. Und die Energietropfen sorgen dafür, dass die Mithril-Sachen, die wir verbrauchen würden, aufgerundet halbiert werden. Also von 5 auf 3 runter, von 7 auf 4, etc. Es macht aber, glaube ich, mehr Sinn, uns erstmal die Erfahrungspunkte zu holen. Und dann, weil wir auch 2 Lula-Tropfen haben. Zack, zack, zack. Der Mario ist im Level aufgestiegen. Freudenmaterialien können jetzt verwendet werden. Verwende sie fortan für bereits hergestellte Items für in Kreationen. Ja, jetzt können wir theoretisch, ja, wenn wir hier Sachen in den Kreationen schmieden, können wir Freuden-Items einsetzen. Und wenn wir die einsetzen, werden die Sachen nochmal upgegradet. Das Elixier wird zu einem Final-Elixier, der Driver wird zu einem High-Driver, etc. Also nützliche Dinge. Ja, dann haben wir jetzt gerade eine neue Rüstung geschmiedet.
Ich schätze mal, statt der Abbas-Kette können wir das Energieband nehmen, da es uns zwar keine elementaren Boni mehr gibt, dafür aber vier Verteidigung. Und dann kann Donald mal die Abbas-Kette haben, damit er länger überlebt. Schließen wir unser Heiler. Das macht Sinn. Und dann können wir jetzt wieder Furcht, Angst und Schrecken und vermutlich auch Malefiz hinterherrennen. Zurück im Hinterland. Mit mehr Herzloten. Dann geben wir mal noch ein paar Schmiede-Items, bitte. Viel mehr schmieden können. Zing, ein Lunasplitter. Boah, das ist genauso ziemlich das, was ich haben wollte. Luna-Energie und Freuden-Items sind immer die Sachen, die man am meisten haben will. Wenn man sie eben braucht. Okidoki. Dann wieder auf zum Friedhof. Aha, eine Cutscene. Mit Malefiz. Ach, wie gern ich doch dieses lächerliche Weihnachtsland zerstört hätte. Warum hast du es nicht getan? Jetzt, wo Sora und diese Wieso hat dich eigentlich nicht wirklich viel davon abgehalten, dich einfach mitten in der Fabrik vom Weihnachtsmann in Drachen zu verwandeln und alles abzubrennen? Welche Sorte von Rache? Die hinterhältigste, gemeinste Sorte natürlich. Das klingt wirklich böse. So böse wie Buki? Das wäre super duper böse. Ja, so böse wie Boogie. Diese insektenverseuchte Wundertüte der Niedertracht. Der war ja so böse. Wie überaus verlockend. Und wo finde ich ihn? Jack und seine doofen Freunde haben ihn vernichtet. Ja, wir haben eine Tüte getötet. Umso verlockender. Dann will ich euch euren Herrn und Meister wiederbringen. Okay. Sie kann einfach Tote wiederbeleben. Oh, okay. Ich schätze, das kann sie einfach. Warum sollten wir das auch noch weiter hinterfragen, ne? Sie kann einfach mal Oogie Boogie von den Toten wieder auferwecken. Ich schätze, das ist etwas, was sie jetzt kann. Zugegebenermaßen in der Kingdom Hearts-Reihe hat der Tod noch nie wirklich lange Leute aufgehalten. Also, ist schon okay, schätze ich. Soll sie mal machen. Und da uns die Fußspuren hier hinführen, wollen wir natürlich auch hier in die Richtung. Was uns so ziemlich genau dahin zu bringen scheint, wo wir gerade eine Cutscene gesehen haben. Wer hätte das gedacht? Also auf zu den drei Fragezeichen. Und da ist auch schon wieder belebt. Das ist offscreen passiert. Glaubt uns einfach mal. Jetzt kommt wieder Schwung ins Geziefer. Du hast einen ganzen Sack voll gut bei mir, Malefiz. Dann zeig dich doch gleich erkennen. Ja, da sind wir aber alle froh. Erinnerst du dich an Sora, Donald und Goofy? Ding. Ob ich mich erinnere? Du machst voll Witze. Wie könnte ich jemals vergessen, was sie mir... was haben sie mir nochmal angetan? Zermalmt wie einen Käfer. Das klingt übel. Und Jack hat geholfen. Noch übler. Sie haben dich platt gebügelt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das vergesse ich so schnell nicht. Oh nein. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Und auch das Einzige, bis ich diesen Clowns nicht gezeigt habe, dass man sich besser nicht mit Oogie Boogie anlegt. Boah, ja, ich bin so froh, dass Oogie wieder da ist. Das nenne ich Kampfgeist. Und ich habe mir auch schon den perfekten Plan. Ja, ziemlich der nutzloseste Villain überhaupt. Das letzte hat er ein paar Würfel nach uns geworfen. Da war ein nerviger Bosskampf. Danach war er ein Haus. Oogie Boogie. Was noch nervigerer Bosskampf war. Wir wollen sehen, wie böse du bist. Und jetzt ist er ein Volltrottel, der sich an nichts erinnern kann. Und dabei auch noch komplett die Ausdauer verloren hat. Weil er gerade wiederbelebt wurde. Wie äußerst spannend. Ja, das letzte Mal waren die drei auch ohne einen Herzlosen schon nervig genug. Jetzt gibt es hier auch noch einen Herzlosen. Der fies und gemein. Aber glücklicherweise sperrt der Herzlose die drei einfach bei sich ein, statt sie gegen uns kämpfen zu lassen, daraus ein 4 gegen 3 zu machen. Machen wir stattdessen weiterhin 3 gegen den einen Boss.
der Plan kommt bei mir irgendwie nicht so ganz an. Okay, anscheinend hat er Angst gefressen. Zumindest haben die drei Angst gerufen. Das lässt mich vermuten, dass Angst gefressen wurde. Ich kann mir nie merken, welcher von den dreien wer ist. Nicht, dass es wirklich relevant wäre. Wir haben sowieso alle drei dieselbe Funktion, nämlich nervig zu sein. Okay, soweit so einfach alles bis jetzt. Oh, jetzt hat er das Kind losgelassen. Und jetzt hat er dann losgefressen. Das klang wie Furcht. Oh, komm nur mal her. So, und... Kabum. Wunderbar, es hat aber auch nicht Schaden gemacht. Und jetzt will er wieder ein neues Kind fressen. Wir sind davor gleich in ihn reingesprungen, bevor er das tun konnte. Haben wir damit nochmal ein bisschen länger gestunt. Jack, wäre doch einfach mal Goofy. Ich will gleich meine Heldenform einsetzen können für ein paar Erfahrungspunkte. Oh, der fliegt da oben auf einer Höhe rum, wo er mich nicht treffen kann, wo ich ihn aber auch nicht wirklich angreifen kann, weil es richtig hilfreich. Es ist fast so, als sei es eine bescheidene Idee gewesen, einen Boss so hoch fliegen lassen zu können. Okay, er wechselt wieder die Phase. Diesmal hat er drei Kinder gefressen. Also auf jeden Fall eine Kampfstrategie. Habe ich etwas zu früh geblockt. Oh, okay, gut zu wissen, dass Reflekt gegen den Bissangriff einfach nicht funktioniert. Ja, das Nervige an dem Boss ist, dass die Heldenform gegen den zu verwenden gar nicht so simpel ist, weil er halt gerne mal irgendwo, nirgendwo in der Gegend rumfliegt. Sonst hätte ich schon längst. So, aber für etwas über eine Leiste sollte es eigentlich gehen. Aber natürlich haben wir das Pech und kriegen stattdessen die Antiform. Gut, die haben wir bis jetzt noch in diesem Playthrough nicht gesehen. Also schätze ich, war das unsere faire Belohnung dafür, dass wir jetzt endlich mal kriegen. Ja, jedes Mal, wenn wir eine Drive-Form einsetzen, egal ob im Kampf oder außerhalb des Kampfes, bekommen wir Antipunkte. Und sobald die Antipunkte eine gewisse Mindestanzahl erreicht haben, können wir, wann immer wir im Kampf sind und eine Form einsetzen, stattdessen die Antiform kriegen, statt der Form, die wir haben wollen. Was dann sämtlichen Drive verbraucht, egal wie viel die Form eigentlich gebraucht hätte, auf jeden Fall beide unsere Charaktere wegnimmt und uns so ziemlich alles wegnimmt, was wir sonst so haben, inklusive unserer Fähigkeiten, etc. Und während Bosskämpfen ist die Chance, ich glaube, doppelt so hoch wie in normalen Bosskämpfen. Und dann in bestimmten anderen Bosskämpfen ist sie dann nochmal irgendwie viermal und zehnmal so hoch, je nachdem, was es für bestimmte Bosskämpfe sind. Wir hoffen einfach mal, dass wir sie nicht allzu oft sehen. Aber jedes Mal, wenn wir sie bekommen, werden unsere Antipunkte auch wieder deutlich reduziert. Also jetzt haben wir erstmal wieder keine Chance, die Antiform zu kriegen. Also von daher, alles gut. Das hat Spaß gemacht. Wollen wir mal sehen, ob Oogie Boogie bereit ist. Oogie? Ist der nicht derjenige, der damals versucht hat, die Stadt zu übernehmen? Genau der. Freunde, ich hoffe, ihr seid auf Probleme vorbereitet. Nur inzwischen sind wir es doch gar nicht mal anders gewohnt. Ja, ich wollte sagen, wann sind wir mal nicht in Problemen? Wir kennen es gar nicht anders, Jack. Ist alles gut. Währenddessen, woanders. Schöne Bescherung, jetzt habe ich mich verlaufen. Ja, hat er sich verlaufen, der Weihnachtsmann.
wie auch immer er aus Versehen in ein Kürbisportal getreten ist, um hier hinzukommen. Wie überaus unüberlegt von mir, wo ich mich doch auf Weihnachten vorbereiten sollte. Ja, warum bist du nicht in deinem blöden Haus geblieben? Was machst du hier? Wenn Nikolaus meinst, dann ja, der bin ich. Ich hatte gehofft, sie hier anzutreffen, nachdem Jack den Wald erwähnte. Bitte, Sie müssen unbedingt ins Weihnachtsland zurückkehren. Ich befürchte, es könnte sich sonst etwas Schreckliches ereignen. Ja, genau. Geh mal wieder nach Hause. Vorbereitungen hinterher. Sag Jack, dass ich zu Hause auf ihn warten werde. Ich weiß nicht, warum du überhaupt gekommen bist. Mit mir besprechen. Genau das ist das Problem. Gehen Sie nach Hause und verriegeln Sie die Tür. Und nicht aufmachen, falls er klopft. Wie soll man diese Tür verriegeln? Da. Der Dicke in Rot. Schwer zu sagen. Den Rauschebart soll ich also entführen? Ganz recht. Genau, entführ mal den Weihnachtsmann. Fang dann damit an, das Weihnachtsland auseinanderzunehmen. Das wird Zora und die anderen mit Sicherheit anlocken. Und dann gehören sie mir. Ja, und ich verwandle inzwischen den herzlichen Nikolaus in einen Herzlosen. Okay, braucht man, ich meine, Besprechung vorbei. So griechisch wie der ist, will ich es nicht allzu sehr bezweifeln, aber, um Herzloses zu machen, braucht man nur Dunkelheit in den Herzen desjenigen, den man in den Herzlosen verwandeln will. Man sollte eigentlich meinen, dass der Nikolaus als solches davon nicht allzu viel haben sollte, ne? Sollte man meinen, aber, wer weiß. Was ist los, Sally? Jack! Oogie Boogie hat Nicky Graus gekidnappt! Oh nein! Na und, er ist ins Weihnachtsland unterwegs? Das könnte gar keine Falle sein. Ach, na los, Jack, wir müssen uns beeilen! Ja, genau. Beeilen, den Nikolaus zu retten. Wir sind zurück am Friedhof. Ja, der Plan wäre nämlich eigentlich gewesen, da wir hier mal wieder keine Party haben, hier dann entsprechend die Heldenform wieder automatisch zu beenden und dann unsere Erfahrungspunkte zumindest zu behalten. Aber das Spiel wollte mir unbedingt die Antiform geben. Dann schauen wir mal, was wir hier im Hinterland noch Schönes finden. Wieder ein paar Herzlose. Ja, wir sollten außerdem... Ja, nicht rufen, nicht rufen. Ich will Goffi wieder auswechseln. Jack, komm mal her. Jack hat Glücksboost, das ist wichtiger als alles das, was Goffi aktuell beizusteuern hat. Und da einmal feste draufhauen. Wunderbar. Okay. Leider nichts gedroppt gekriegt, obwohl wir schon extra einen Glücksring tragen und einen Jack dabei haben. Mit Glücksboost. Ja, man kann ja nicht immer Glück haben, ne? Währenddessen! Woanders! Der Weihnachtsmann ist erfolgreich gefesselt. Ich habe ein bisschen umdekoriert. Umdekoriert ist auch. Ich meine, so viel hast du jetzt eigentlich nicht geändert, ne? Aber noch bin ich nicht zufrieden. Keine Frage, klare Ansage. Wir brauchen hier noch etwas mehr Oogie-Boogie-Flair. Ja, ich bin so froh, dass Oogie wieder da ist. Steht dem alten Knaben die Verwandlung in einen Herzlosen auch so gut zu Gesicht? Oh, der arme Weihnachtsmann. Du Tollpatsch! Ja, warum rennt er einfach in Malefiz rein? Du bist doch hier! Verschwinde wieder dorthin zurück, wo du herkommst! Du versaust mir die Show! Der dich gerade erst von den Toten wiederbelebt. Hast du schon vergessen, wer dich wieder zum Leben erweckt hat, du Undankbarer? Eben. Tut mir leid, ich kann mir nichts merken. Wie du meinst, du Lachsack? Dann geh doch an deiner Selbstüberschätzung erneut zugrunde. Was ist dein Plan geworden, den mächtigen Herzlosen zu kriegen? Warum war Malefiz überhaupt hier? Warum geht sie jetzt einfach wieder? Warum konnten wir nicht irgendwas anderes haben, was nicht Oogie ist? Guck mal, da brennt's. Das hast du, Dicke,
Ja, da rennen wir mal auf zur Rettung, ne? Zurück am Weihnachtshügel. Und zurück zur Zuckerstangengasse. Oh, dann haben wir hier noch ein paar Herzlose auf dem Weg. Und noch ein paar von den komischen neuen Zipflern. Okay, Donald hat Level 25 erreicht. Ach, die haben anscheinend kein Problem damit, wenn ich Eismagie auf die einsetze. Dann machen wir mal eben hier unsere MP voll, damit wir unseren Drive schneller wieder aufladen. Damit ich meinen Drive wieder haben. Ist wichtiger als alles andere. Ja, Jack, hilf mal, das Ding hier zu erledigen. Leider hat Jack schon seine ganze Magie verbraucht. Hey, immerhin schon wieder auf knapp anderthalb Drive. Wir machen uns. Ja, triff mich ruhig noch ein paar Mal mehr. Ich krieg mehr Drive durch Schaden nehmen. Also darfst du ruhig. Okay, hey, fast zwei Drive wieder. Ist ja ein Anfang. Jetzt könnte ich theoretisch noch einen Driver schlucken, dann wäre ich auf fast drei. Dann könnte ich im überhaupt nicht näher gelegenen Ugi-Kampf vielleicht tatsächlich noch einen Drive einsetzen. Das wäre es fast wert. Na, ich schätze, geht auch ohne. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir durch die Tür da vorne treten und überhaupt nicht zum Ugi-Boss-Kampf gehen, weil der überhaupt nicht hinter dieser Tür ist und ich den überhaupt nicht in die nächste Folge schiebe, weil ich weiß, dass der Ugi-Kampf ein elendig nerviger und langer Bosskampf ist oder so. Bis dahin. Aloha.